Kalkschulter, das ist ein echtes Problem. Das ist eine ganz akute Einspritzung von Kalk in die Schulter. Es entsteht ein Kalkherd, der 1,5 bis 2 Zentimeter groß sein kann und der unmittelbare, sofortige, erhebliche Schmerzen macht. Und es gibt eine neue Studie und diese neue Studie zeigt, dass es nichts nützt, diesen Kalk zu entfernen. Und die wird derzeit überall diskutiert. Und das Ergebnis dieser Studie ist, es würde nichts nützen, diesen Kalk zu entfernen. Ich nehme es mal vorweg, das ist natürlich Quatsch. Natürlich muss der Kalk entfernt werden, das zeigt diese Studie sogar. Aber das ist ein bisschen immer die Frage, was man wissenschaftlich auswertet und was dann das Ergebnis der Studie ist. Denn die Studie sagt nämlich, dass es viel, viel besser ist, wenn man den Kalk entfernt. Also, das heißt, wenn du eine Kalkschulter hast und dich fragst, sollst du den Kalk entfernen lassen oder nicht, dann bleib dran, ich werde hier alle Aspekte dieser Studie erklären. Ich bin Dr. Christian Behrendt, ich bin Facharzt für Orthopädie und Unfallchirurgie. Und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere bitte meinen Kanal und lass einen Daumen nach oben da. Alles Weitere nach dem Intro. Also es geht hier um diese Studie, das ist die englische Originalausgabe, die ist hier im British Medical Journal erschienen. Das ist wirklich eine sehr, sehr gute Zeitschrift und ist auch ein sehr, sehr gut gemachter Artikel. Aber ist trotzdem so, dass das, was hier als Resultat in der Auswertung steht, nicht unbedingt das ist, was hier tatsächlich Sache ist. Ich habe jetzt hier diese Studie übersetzen lassen mit dem automatischen Übersetzungsprogramm. Ich habe die Studie aber vorher auch in Englisch gelesen, also das deckt sich hier absolut. Also untersucht wurden 220 Erwachsene, die seit mindestens 3 Monaten Kalkschulter haben. Das heißt, das sind alles Patienten, die sind offensichtlich schon behandelt, denn die Kalkschulter, die ist sehr, sehr schwerwiegend, wie auch hier diese Patientin zeigt. 4. Tag jetzt. Okay. Ist das ganz akut losgegangen, oder? Also nachts habe ich Schmerzen bekommen. Bin davon wach geworden, habe das Gefühl gehabt, ich kann nicht mehr auf der Schulter liegen und ziehen bis in die Fingerspitzen rein. Habe dann geschmiert und ja, gehofft, dass es besser wird. Okay. Wurde aber nicht so. Okay. Schauen wir, wie es denn bewegt, die Schulter. Okay, also Sie können fast gar nicht den Arm nach vorne nehmen. Das sind so 20 Grad, würde ich sagen. Und probieren mal zur Seite. Da geht es ein bisschen besser. Ja, bis da kommen wir so bis, ich würde sagen, 60, 70 Grad. Okay, versuchen wir den Arm so nach außen zu drehen. Da geht gar nichts. Ja. Ne? Da steckt der Kalk nämlich an. Und so nach innen geht wieder. Geht, ne? Eine erhebliche Bewegungseinschränkung. Ne? Wie stark ist der Schmerz? So von 0 bis 10, was würden Sie sagen? 0 ist kein Schmerz, 10 ist ganz viel. Ja, also 8 würde ich schon sagen. 8. Das hier ist der Kalkherd. Das hier, dieses Teil, das dann unter schwarz ist, haben wir den Schall auslöschen. Also ich bin tatsächlich erstaunt, dass Schulterschmerzen so furchtbar schmerzhaft sein können. Also tatsächlich. Das ist für mich so nicht fassbar gewesen. Also solche Schmerzen zu haben. Wirklich. Also unwahrscheinlich. Konnten Sie denn schlafen? Nein. Ich bin halt im Sitzen im Bett gewesen. Weil ich den Arm gar nicht auflegen konnte. Ich habe nicht gewusst, wie ich mich hinlegen soll. Ich konnte weder auf dem Rücken liegen, weil allein das Auflegen, das gerade Hinlegen, hat mich schon so Schmerzen bereitet. Seitlich ging sowieso gar nichts. Ich habe mich dann hingesetzt und habe ein Kissen drunter gelegt. Und so bin ich halt nach dem Bett gesessen. Okay, und wenn ich jetzt sagen würde, wir machen jetzt einfach mal 3 Monate nichts, was würden Sie sagen dazu? Da wäre ich nicht begeistert. Nicht? Nein, wenn ich mir vorstelle, man sollte jetzt länger mit solchen Schmerzen leben, also da war ich nicht glücklich drüber. Absolut nicht. Also ich hoffe, dass das bald wieder weggeht. Hatten Sie schon mal so schlimme Schmerzen? Nein, definitiv nicht. Ja, Wehenschmerzen vielleicht, als ich meine Kinder gekriegt habe. Also der zweitschlimmste Schmerz Ihres Lebens, kann man das so sagen? Würde ich fast so sagen, ja. Okay. Also das heißt, wenn das schon mindestens 3 Monate besteht, dann ist hier offensichtlich ein Patientenklientel, was das ausgehalten hat, dass man hier 3 Monate nichts gemacht hat. Das heißt, das sind schon mal Patienten, die es 3 Monate ohne irgendwas ausgehalten haben. Also das ist schon mal das erste Problem dieser Studie. Aha, das war's.
Da zieht's. Da geht nichts. Und da geht auch nichts. Oh! Fertig. Bedeutend besser. Also nach den 10 Minuten mit dem ersten überhaupt nicht zu vergleichen. Seit 3-4 Wochen ging das, was ich da mache, überhaupt nicht mehr. Oder da hinten oder Schuh zumachen, das war nicht mehr möglich. Wenn das geht, ne? Ja. Es drückt zwar, tut noch ein bisschen weh, aber die Beweglichkeit ist bedeutend. Ja, das war überhaupt nicht machbar. So, was hat man gemacht? Man hat 3 verschiedene Untersuchungen gemacht. Das erste hier oben ist, man hat unter Ultraschall diesen Kalkherd punktiert und der ist am Anfang noch flüssig. Das heißt, ganz am Anfang kann man den flüssig noch rausziehen. Das ist auch die Frage, ob das nach 3 Monaten noch so gut geht. Ich hatte ja einen Chef, der hat gesagt, das muss man sofort entfernen. Das heißt, unmittelbar in der Nacht oder an dem Tag, wo der Patient kommt, da muss man den Kalk entfernen. Ich habe meine Ausbildung in der Schweiz gemacht und ich glaube auch, dass der Chef recht hatte. Also das heißt, sie haben 3 Monate gewartet mit dem Kalk und dann hat man versucht, diesen flüssigen Kalk, der vielleicht sich dann aber auch schon, der nicht mehr so ganz flüssig war, zu entfernen. Das ist hier die Intervention 1. Das zweite, was man gemacht hat, man hat nur so getan, als wenn man es entfernt, hat aber bei der ersten und bei der zweiten Intervention Cortison hineingespritzt. Also das hier wurde Cortison reingespritzt und da. Und das dritte, da hat man nur eine Scheinspülung gemacht und hat auch kein Cortison reingespritzt, sondern hier nur ein bisschen Betäubungsmittel, 1%ig. So, was hat man untersucht? Man hat untersucht diesen Shoulder Score, das heißt Oxford Shoulder Score, OSS. Der hat eine Punkteskala, 48 Punkte ist der beste Wert und 0 Punkte der schlechteste Wert und hat das nach 4 Monaten nachgemessen, wie es den Leuten gegangen ist. Jetzt sagen die schon selber, der individuelle Verlauf der Krankheit ist nicht vorhersehbar. Und verzögerte Verläufe sind nicht ungewöhnlich. Also das ist schon mal vorweg eine kleine Einschränkung in dieser Studie. So, und dann hat man ein bisschen Literaturvergleich gemacht und hat gesehen, dass mehrere Studien bereits gute Ergebnisse mit der Entfernung dieses Kalkes gemacht haben. Aber, und das ist der Grund für diese aktuelle Studie, es fehlen Kontrollgruppen. Das heißt, man hat das entfernt, gesehen, die Ergebnisse waren gut, aber man hat das nicht verglichen mit einer Studie, wo man nur eine scheinbare Operation gemacht hat. Die Patienten, das habe ich schon gesagt, waren alle über 30 und hatten mindestens 3 Monate oder länger schon Schulterschmerzen. Das heißt, da muss man das wirklich schon ausgehalten haben. Und sie sind eingeschränkt bei Tätigkeiten oberhalb der Schulterhöhe oder da muss es zu einer Verstärkung der Beschwerden gekommen sein. Warum ist das wichtig? Weil wenn man den Arm ja anhebt, dann wird natürlich dieser Kalkherd genau unter das Schulterdach gedrückt und führt dort zu einer Enge und macht natürlich dann Beschwerden. Sehr, sehr wichtig ist diese Tabelle hier. Also die Voraussetzungen, die jetzt vor der Studie schon da waren, die sind natürlich auch sehr unterschiedlich. Das heißt, es haben hier in der ersten Gruppe 8 schon mal vorher Cortison gespritzt bekommen. Dann haben in der zweiten Gruppe auch 7 schon mal vorher Cortison gespritzt bekommen und in der Gruppe, wo nichts gemacht wurde, 4. Und Physiotherapie und Cortisonspritze hatten hier in der ersten Gruppe schon 9, in der zweiten 16 und in der dritten 12. Also das heißt, es sind keine unbehandelten Patienten. Die haben auch alles mögliche andere schon bekommen. Hier vorne Stoßwelle und so. Also das heißt, ein großer Nachteil dieser Studie ist natürlich, dass man hier nicht frische Kalkherde behandelt hat, sondern das sind alles schon vorbehandelte Patienten. So, man hat dann mehrere Nachuntersuchungen gemacht, also 2 Wochen, 6 Wochen, 4, 8 und 12 und 24 Monate nach der Intervention. Und bei den Nachuntersuchungen nach 2 und 6 Wochen sowie nach 8 und 12 Monaten, da war es sozusagen nur einfach eine digitale Befragung, während die Patienten nach 4 und 24 Monaten zu einer Untersuchung kommen mussten. Der primäre Endpunkt der Studie, das heißt, das, was die Studie zeigen wollte, ist, wie sich dieser Score verändert hat. Und vielleicht gucken wir uns diesen Score einfach jetzt zwischendurch mal an, um zu sehen, was denn hier genau untersucht wurde. Es wurden weitere Sachen auch noch untersucht,
Aber das Eigentliche, was man untersucht hat, war dieser OSS-Score. Ja, ich habe den Score jetzt einfach übersetzt. Ich habe die deutsche Version jetzt nicht zur Hand gehabt. Insofern habe ich die englische Version ins Deutsche übersetzt. Das ist jetzt nicht ganz korrekt, aber es geht einfach darum zu sehen, was beinhaltet denn dieser Score. Also das heißt, es wurden solche Fragen gestellt wie, wie würden Sie den schlimmsten Schmerz beschreiben, den Sie in Ihrer Schulter hatten, zwischen keine, mild, mäßig, schwer und unerträglich? Hatten Sie Schwierigkeiten, sich anzuziehen? Hatten Sie Probleme beim Ein- und Aussteigen aus dem Auto oder bei der Benutzung öffentlicher Verkehrsmittel? Sind Sie in der Lage, Messer und Gabel zu benutzen, auch gleichzeitig? Können Sie einen Haushalt erledigen? Können Sie ein Tablett mit einem Teller Essen durch einen Raum tragen? Können Sie Ihre Haare mit dieser Hand, mit diesem Arm bürsten oder kämmen? Wie ist der normale Schmerz Ihrer Schulter? Können Sie in den 4 Wochen Ihre Kleidung in einen Schrank aufhängen? Können Sie sich unter beiden Armen waschen? Inwiefern haben Schmerzen Ihre Schulter beeinträchtigt? Haben Sie nachts im Bett unter Schulterschmerzen gelitten? Also das sind die Fragen, um die es hier ging. Es ging jetzt nicht primär um den Schmerz, sondern das ist eine Funktionsbeschreibung. Das ist, wie gesagt, dieser Oxford Shoulder Score. So, und jetzt sehen wir hier die Ergebnisse dieser Studie. Es ist natürlich sehr, sehr viel ausgewertet worden. Hier oben in diesem OSS-Score, da sieht man tatsächlich, dass die Ergebnisse insgesamt zwar ein bisschen besser sind. Also wenn wir hier oben schauen, nach 24 Monaten haben wir hier den höchsten Wert in der Gruppe, wo der Kalk entfernt wurde. Das heißt, hier steht eine 40. Wir haben gesagt, 48 ist der beste Wert. Das heißt, hier haben wir nach 24 Monaten den allerbesten Wert, der ist hier in dieser Scheinoperationsgruppe schlechter und in der, wo man nur so ein bisschen Betäubungsmittel reingespritzt hat, ist er auch ein bisschen schlechter, aber das ist eben nicht signifikant. Das heißt, der Unterschied ist statistisch nicht so groß, dass man einen Unterschied feststellen könnte. Das heißt, hier könnte man sagen, naja gut, nach dieser Zeit ist das alles relativ gleich. Aber was interessiert denn den Patient? Interessiert den Patient, ob er seine Kleidung in den Schrank hängen kann oder ob interessiert es ihn, ob er Schmerzen hat. Das heißt, das eigentlich Entscheidende ist ja, hat der Patient oder die Patientin Schmerzen oder nicht? So, und jetzt gucken wir uns das mal an. Man hat nämlich verschiedene Schmerzuntersuchungen gemacht. Einmal hat man den Schmerz gemessen in der Nacht, dann hat man den Schmerz gemessen in Ruhe und man hat den Schmerz gemessen bei der Aktivität. Und hier sehen wir, fangen wir mal an bei dem Nachtschmerz. Das heißt, nach 2 Wochen hat man gesehen, der Nachtschmerz, und hier ist jetzt das andersrum, also 100 ist furchtbarer Schmerz und 0 ist kein Schmerz. Das heißt, nach 2 Wochen haben wir gesehen, bei denen, wo man den Kalk entfernt hatte, war der Schmerz bei 30, vorher war er bei 50. Und bei denen, wo man eine Scheinoperation gemacht hat, war er auch bei 30. Und bei denen, wo man nur Betäubungsmittel gespritzt hat, war es deutlich schlechter. Da hat man nämlich einen Wert von 40, also der hat 10 Punkte mehr Schmerz gehabt. So, dann haben wir nach 6 Wochen den Schmerz hier in der richtigen Operationsgruppe nochmal vermindert auf 23. Und hier ist er dann in der Scheinoperation schlechter mit 28 und hier sogar deutlich stärker mit 43 in der Operationsgruppe, wo nur eine Scheinbetäubung gemacht wurde. Und nach 24 Monaten ist das Ergebnis sehr, sehr anders. Wir sehen nämlich hier den allerbesten Wert. Nach 24 Monaten 17,9, also wirklich sehr, sehr wenig Schmerz von 100 in der Gruppe, wo der Kalk entfernt worden ist. Während da, wo man den Kalk nicht entfernt, wo so getan hat, ist er noch bei 30, also doppelt so hoch der Schmerz. Und in der Scheinoperationsgruppe, wo man also nur Betäubungsmittel gegeben hat, da ist er bei 22, also das ist der Wert besser als bei der Scheinoperation. Jetzt schauen wir uns den Schmerz in Ruhe an. Das ist hier auch nach 2 Wochen 23 und hier in der zweiten Gruppe 25, also relativ ähnlich, aber da, wo man nur Betäubungsmittel gespritzt hat, ist es schlechter. Das heißt, hier hat man ja auch Cortison hineingespritzt, also insofern ist das auf jeden Fall schon mal etwas besser gewesen. Und hier nach 6 Wochen, muss man sagen, haben wir echt ein super Ergebnis. Nur 16 ist hier der Schmerz nach 6 Wochen in Ruhe, das ist ja so fast gar kein Schmerz mehr, während er hier bei der Operation, die man nur scheinbar durchgeführt hat, 23 Schmerz hat und da, wo man nur Betäubungsmittel reingespritzt hat, 30. Und hier sensationell natürlich nach 24 Monaten haben wir hier nur 10 von 100, also 1 von 10 einen Schmerz, also fast gar keinen Schmerz mehr in dieser Gruppe, wo man den Kalk entfernt hat. Während
Hier, wo der Kalk nur scheinbar entfernt wurde, war der Schmerz doppelt so hoch und dazwischen lag jetzt diese Kontrollgruppe, wo man nur eine Betäubung gemacht hat. Und bei Aktivität ist es sogar auch ein deutlicher Unterschied. Das heißt, hier sehen wir auch natürlich, dass insgesamt hier die Operationsgruppe deutlich besser war und hier nach 24 Monaten auch wir einen Schmerz von 21 hatten, während die Scheinoperation, wo keine echte Operation durchgeführt wurde, ist der Schmerz doppelt so mit 38 und hier in der Gruppe, wo man nur ein Betäubungsmittel gegeben hat, 29. Das heißt, auch hier sehen wir, dass nach 24 Monaten die Operationsgruppe am besten abgeschnitten hat. Und dann kommen natürlich hier solche Grafiken zustande. Und hier auf diesen Grafiken hatten wir ja auch den Eindruck, dass es keinen Unterschied zwischen den Gruppen gibt. Was wir hier sehen ist, also das heißt, da wo man nur eine Betäubung gemacht hat, das ist hier diese rote Linie. Und da wo man eine echte Operation gemacht hat, das ist hier die blaue Linie. Und die gelbe Linie hier zwischen, das ist die Scheinoperation. Das heißt, wir sehen hier einen deutlich besseren Abfall des Schmerzes durch die Scheinoperation und durch die echte Operation. Und am Schluss hat man das Gefühl, es ist alles wieder gleich. Ja, das hier ist der Nachtschmerz. Hier ist auch der Tagschmerz, hat sich auch durch die Operation und die Scheinoperation verbessert, bei Betäubungsmitteln nicht so. Und hier auch sehen wir in der Aktivität eine deutliche Aktivitätsverbesserung sofort durch die Operation oder die Scheinoperation, während die Betäubung das hier nicht gezeigt hat. Aber die Endpunkte hier, die sehen alle gleich aus. Aber da müssen wir mal schauen, was denn da steht. Da steht 4 Monate. Und wenn wir aber das Ganze uns wieder anschauen, nach 2 Jahren, hier die Studie wieder hochfahre und mir das hier angucke, nach 24 Monaten haben wir die allerbesten Ergebnisse des Schmerzes in der Operationsgruppe, das heißt da, wo der Kalk entfernt wurde. Ist ja auch irgendwie logisch, weil wenn der Kalk weg ist, dann ist er ja auch weg und dann macht er keine Probleme mehr. Und wenn der Kalk immer wieder da ist und immer wieder das Gelenk reizt, die Sehne reizt oder den Schleimbeutel reizt, dann können natürlich hier Folgeprobleme auftreten, die eben nicht mehr auftreten, wenn der Kalk weg ist. Und das ist eben auch das Problem an der Studie. Man hat eben einfach diesen Score genommen und dieser Score, der zeigt natürlich keine wesentliche Verbesserung, aber der Schmerz, und das ist das, was die Patienten interessiert, das ist hier deutlich besser geworden in der Operationsgruppe. Ja, und das, was Sie schließen, ist natürlich nach diesem Score, den ich euch eben vorgestellt habe, dass weder das Entfernen des Kalkes mit Cortison noch nur Cortisongabe und Scheinoperation ein besseres Ergebnis hat, als wenn man gar nichts macht, also nur ein Betäubungsmittel hinspritzt. Natürlich nur in Bezug auf diesen Schulterscore. Was Sie aber gesehen haben, ist, dass es hier bei der Scheinbehandlung oder der echten Operation, wo ja auch Cortison zugesetzt wurde, es bessere Ergebnisse gab in der frühen Zeit als bei der Betäubungsmittelgabe. Das heißt, der Nutzen von Cortison ist hier auf jeden Fall sinnvoll, weil er dazu beiträgt, dass der Schmerz schneller vergeht. Die Studie grundsätzlich ist sehr gut gemacht, das muss man sagen. Also ein großes Lob natürlich hier an die Studiengruppe, die das gemacht hat. Es handelt sich um eine doppelblind dreiarmige Studie, die auch eine Scheingruppe umfasst. Das ist wirklich eine sehr gut gemachte Studie. Dennoch muss man sagen, es zeigt sich natürlich, was den Schmerz sowohl in Ruhe wie auch allgemein, wie auch in der Nacht und in der Aktivität angeht, dass es natürlich langfristig viel, viel besser ist, den Kalk zu entfernen, weil einfach dann der Schmerz deutlich geringer ist und weil natürlich durch diesen Kalk dann auch kein Schaden weiter entsteht. Und die Schlussfolgerung dieser Studie besagt dann auch nicht, dass man das nicht machen soll, sondern sie sagen, unsere Ergebnisse stellen die bestehenden Empfehlungen für die Behandlung der Kalkschulter in Frage. Das heißt aber nicht, dass es verboten ist, dass man es nicht mehr machen soll, sondern das heißt einfach nur, dass man sich das gut überlegen soll, ob man das macht oder nicht. Ja, die abschließende Beurteilung, was machen wir daraus? Das heißt, in der Akutbehandlung ist Cortison auf jeden Fall gut. Das zweite ist, man kann eine Aussage über die Verbesserung durch die Kalkentfernung in der Frühphase nicht machen. Nur bei Frühphase heißt es, sind alles Menschen, die haben alle 3 Monate abgewartet. Das heißt, mein Chef früher hat mir gesagt, wenn du nicht den Kalk sofort entfernst an dem ersten Tag, wo er ist, dann kannst du deine Sachen packen. Und seitdem mache ich das auch so. Das heißt, ich empfehle jedem sofort den Kalk zu entfernen. Und damit haben wir eigentlich auch aus meiner Sicht die allerbesten Ergebnisse. Hier wurde ja 3 Monate lang gewartet.
Die Schmerzverbesserung zeigt die besten Ergebnisse in der Kalkentfernungsgruppe, und zwar immer außer nach 4 Monaten, da ist es alles relativ gleich, aber sonst in der frühen Phase und auch nach 2 Jahren ist der Schmerz immer am geringsten da, wo der Kalk auch entfernt wurde. Und dann sieht man natürlich, dass nach 24 Monaten der Schmerz auch insgesamt wieder ein bisschen angestiegen ist. Das hat natürlich was damit zu tun, dass natürlich so ein Kalk auch weitere Probleme machen kann. Das heißt, er kann dafür sorgen, dass hier eine Sehne oder der Schleimbeutel weiter geschädigt wird. Deshalb ist es natürlich besser, wenn der Kalk entfernt ist. Umso früher man den Kalk entfernt, umso eher ist er dann auch noch flüssig und kann wirklich entfernt werden. Ja, wenn du Fragen hast, schreib sie unten in die Kommentare hinein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Dein Surfdoc, Dr. Christian Behrendt.